Willkommen, liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Bei diesem Part werden wir mal Super Shenlong oder Omega Shenlong oder wie er jetzt am Ende heißt, mal ausprobieren und schauen, was der so kann. Ja? Wir schauen jetzt einfach, was der so kann. Wo waren die Missionen beim letzten Mal, die wir gemacht haben und gescheitert sind? Hier. Genau. Ja, die werden wir jetzt mal machen. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, was Super Shenlong so kann. Da ist er, der Gute. Und da drunter fehlt immer noch einer. Oder da drunter ist doch Vegeta Vierfacher, oder? Oder wo ist der? Behold the power of the Shadow Dragons. Okay. Was? Sorry, ja. Er hat euch aggressiv direkt. Am I? God? Bam, bim, bade, bidi, bidam, badada. Let me show you true terror. Nehmen wir einfach mal Freezer mit. Warum nicht? Da kann er mal aus dem Loch rauskommen, ein bisschen mitkloppen. Ja. Ansonsten ist heute wirklich Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Der DLC ist nicht draußen. Ja. Und wahrscheinlich wirklich dann nächste Woche, wie ich es gesagt habe im letzten Part. Zack, zack. Oh, okay. Der erste Angriff ist schon mal nice. Wirbelwindklinge. Oh, krass. Alles klar, der haut auch gut rein. Zack, zack, zack. I'm so excited. Du Achendonner, was war das jetzt? Keine Ahnung. Vollkommen verschwindet. Bam, 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 bam. Vegeta, this is out of character. Minus Energie Powerball, den werden wir auch nochmal ausprobieren. Zack, zack, komm schon. Hör auf, Scheiße zu blocken, Junge. So huge! That's what she said! Alter, Respekt, Kidku, Respekt. Wie die alle nur zugucken, die Wurstgesichter. Oh, fuck it. Natürlich. Boah, was ein mieser Angriff, Alter. It's like nobody trusts me for some reason. Damn it, Earthling! Hurry up and help! Kakarot! I'll try and buy as much time as possible. But you have to convince the Earthling. Bam, 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 bam. Suck. This battle will decide the fate of the universe. Good. Weg da, Jungs, weg da, Jungs! Ich flieg da volle Kanne rein. Boom! Geil, 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 geil. Hat gar keine Chance, ey. Der kämpft auf jeden Fall schon besser als Whis, ey. Whis ist zwar an sich schon, ja, muss er ja eigentlich. Was ist eigentlich? Er ist ja einer der stärksten überhaupt. Aber er spielt sich einfach scheiße im Spiel. Das ändert dann auch nichts, dass er eigentlich krass sein soll. Und er krass ist, es ist ja nicht. Es ist ja nicht eine Vermutung, das ist ja so. Hör doch auf! Zack, den kriegst du auch noch. Mein Gott! Diesmal schaffen wir den Arm.
Bam. Ja, Leute, ey, was soll ich sagen? Dass der DLC jetzt doch erst nächste Woche kommt, das wirft man... Ey, wieso wird denn der nicht getroffen? Hä? Das war ja bevor der sogar seinen Super-Angriff aktiviert hat. Ach, da kann er mich wieder unterbrechen. Ja, dann fängt die Scheiße schon wieder an. Leck mich doch am Arsch, du Drecksspiel, ey. Ich werd... Und, ey, das war das beste Beispiel bisher von allen Beispielen. Da hat man es richtig schön gesehen. Bevor er angefangen hat, habe ich ihn getroffen. Währenddessen habe ich ihn getroffen. Ich unterbreche ihn nicht. Ich bin schon halb fertig. Er unterbricht mich locker. Alter, lächerlich. Lächerlichkeit hoch 10 wieder. Mein Gott hier, ey. Das ist eine fette Rache, ey. Oder auch nicht. Er blockt einfach alles wieder. Oh Gott, geh mir nicht auf den Sack. Wo schlägst du hin, Shenlong? Was machst du? Ja, ey, ohne Scheiß, dass der DLC jetzt echt doch nächste Woche erst kommt. Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Ich habe ja beim letzten Mal schon angesprochen. Ja, dass wahrscheinlich wirklich die Luft raus ist. Ich meine, ja, dann, wo ich es angesprochen habe, haben ein paar mehr Leute geliked plötzlich. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass ich das immer jedes Mal erwähnen muss erst. Weil, wenn ich es in den nächsten Folgen nicht jedes Mal sage, ändert das ja auch nichts. Dann ist es wieder Normalzustand, sag ich. Und das ist ja auch dann nicht der Sinn der Sache irgendwie. Ist halt, bei solchen Sachen, er wird schon wieder sterben. Er wird schon wieder sterben. Ja, ich kann den leider nicht heilen. Ich kann dann nur meine Leute heilen. Bam! Komm schon! Oh mein Gott. Wieso blockt er jeden scheiß Angriff, du mieses Stück Scheiße? Ja, das ist doch kacke, ist es doch. Erzählt mir nicht, dass ich nicht alles getan habe. Das ist doch richtiger Dreck, ist es doch, man noch gesehen werde. Was ist das? Was ist da los, Mann? Schrass aus, Alter! Genius auch hier am Start? Ne, wir wollen erstmal Son Goku. Die Pflaume, ey. Son Goku, was sagst du? Was geht ab? Ja. Weiß gar nicht mal mehr, welchen Move du mir gezeigt hast. Egal, du Pflaume. Ey, jetzt reicht's mir. Ey, ohne Witz. Das ist doch einfach nur lächerlich, ist das doch. Jetzt hat man gerade mal Super Shenlong gesehen. Ist ganz nice, kämpft sich ganz gut. Besser als Whis auf jeden Fall. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Wenn die anderen Gurkenköpfe das nicht schaffen, muss der Boss, der Bosse, der aller Bosse, einfach mal ran und wir werden den jetzt einfach mal kaputt schlagen in Sekundenschnelle. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ey! Zack, 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 zack. People of Earth! I'm so excited! Aber es geht mir schon dezent auf den Sack, dass er wirklich alles blockt. Wir sind hier Parallelquest 38 und nicht 88 oder sonst was. Okay? Friss das einfach, friss das einfach. Er hält echt vergleichsweise viel aus. Da habe ich ja noch den Angriff drin. Oh Gott. Okay, Dad, I will. Vegeta, this is out of character. Here you go. Take it all. Whoa, here it comes. So huge. This must be Gohan and everyone's energy. But it isn't strong enough. Damn it! Jetzt reicht's ja, aber. If we want to beat Boo, we're gonna need more. What's going on? Anyone on Earth? Jetzt reicht's ja, aber. I know. It's like nobody trusts. Und schon wieder wird der nicht getroffen. Also das ist doch,
Es ist langsam nicht mehr von Lächerlichkeit zu überbieten. Was ist das für eine Scheiße? Warum? Warum hast du das mit mir? Stirb doch jetzt einfach. Jetzt, Son Goku, ist deine Time gekommen. Komm, Son Goku. You idiot! What are you all waiting for? Hurry and help! You all going to refuse me? Your champ? Ja, jetzt müssen wir natürlich warten, bis sie fertig sind mit dem Gampel. Weil wir können ihn jetzt nicht ausschalten, das muss Son Goku machen. Man sieht es ja. Well, you know, I kind of had to say it in order to gain their trust. It's done. Everyone, move away. Here I go. Ja, mach doch. Please give me some energy. Son Goku, ey. Wann habe ich dich eigentlich übertroffen? Wann ist das passiert? Schon lange her ist es, oder? Ist schon sehr lange her, glaube ich. Wie, was? Ach, ist Bu gestorben? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ey, aber Mischkapsel. Wir haben alles erreicht. Wir haben eigentlich alles bekommen, was ich wollte. Mischkapsel war das Ziel nämlich. Nicht die Bu's Kleidung oder sonst was. Sondern die Mischkapsel, die wollte ich unbedingt haben. Ey, was ein Dreck hier. Wie werde ich mitbekommen, dass der Kleine gestorben ist? Wann ist denn der Kleine gestorben, der fette Bu? Wann ist das passiert, yo? Gott. Das ist doch auch scheiße, jedes Mal die gleiche. Nee, warte mal, ich geh mal raus kurz. Wir suchen jetzt eine andere raus. Wir suchen einfach eine andere raus. Vielleicht kann ich ja irgendeinen geilen Angriff oder sowas freischalten. Auch keine Lust jetzt, euch die ganze Zeit die gleiche Soße anzubieten. So, Urknallattacke. Siege Yamcha, Tenshinhan, Krillin und Vegeta. Siegbedingungen. Beides nicht. Okay. Todesschlitzer. In 3 Minuten schaffen. Guck mal, hier habe ich sogar S, aber hab nichts bekommen. Finde ich frech. Finde ich einfach frech. So, nehmen wir mal Namek Explosion. Und dann können wir nochmal Super Shenlong nehmen. Und dann war es das wahrscheinlich erstmal für den Part. Und ja, wie gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist voll scheiße. Warum kriegen die Japaner? Womit kann das zusammenhängen, dass die Japaner den DLC eine Woche vorher bekommen? Der ist ja dann fertig. I'll be happy to show you my full power. This makes me be happy. Actually, on the other hand, defeat my most glorious form. Was ist das denn jetzt gewesen? Wie kann das denn passieren? Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. Bam. Go, go, go. Wer bist du denn, ey? Wie süß. Una. Wie die einfach alles blockt, die Tussi. Klopf sie kaputt, Shenlong. Klopf's. Was ist hier los, Mann? Aua, aua, aua. Sag, weg mit dir. Ganz schnell, du. Der hockt, ey. Nice. You're even better than I thought. Ich hab nur Material wieder bekommen. Mr. Satan Abzeichen, legendär sogar, krass. Warum krieg ich die Fähigkeit denn nicht? Warum krieg ich die Fähigkeit denn nicht? Ich hab doch jetzt alles erfüllt, oder nicht? Oder war das jetzt nicht alles? Ich hab doch schon wieder S-Rang geholt. Was muss ich denn noch machen? Was war das? 15, ne? Ja.
besiege Freezer in 3 Minuten geschaffen, besiege den Zeitsoldat im Training. Ja, habe ich gemacht. Habe ich einfach Pech gehabt wahrscheinlich, wa? Weil man sieht hier... Ne, hier habe ich auch schon Sachen nicht bekommen. Ist doch blöd. Das ist doch doof. Crasher-Vulkan. Was ist denn Crasher-Vulkan? 18. Urknallattacke. Komm, ich mach nur eine. Eine mache ich noch. Dann ist vorbei in this. So, wen nehmen wir denn diesmal? Komm, wir nehmen nochmal Superstellung. Ist ja seine Folge, weißt du? Nee, warte mal, die Gurke nehmen wir nicht. Wir machen ein bisschen Abwechslung diesmal. Du, da, die, da, die, du, schnidi, du, du, die, schnidl, babli, die, da. Alright! Alright! Was geht ab da? Was geht da ab? So. Achso, Siegbedingungen habe ich noch gar nicht rausgefunden, ne? Deswegen. Wahrscheinlich. Oh yeah! Who dares and try to beat the great Hercule? Yeah! Hey, hey, hey! Are we seriously fighting here? Ja. Not bad! Not bad! But the real battle has just begun! Wow, starke Worte, Yamcha! Zack und weg bist du schon. Can't keep up in this battle! Tejin Han. Das ist, glaube ich, aber Krillin kaputt. That was close. I thought it was done for. Oh, der ist schon geil, der Angriff. Oder? What power? This keeps up, I'm not gonna last. Bam. Ja, er hat schon ein paar nette Angriffe hier. Komm schon, Tension an. Deine Zeit ist auch vorbei, Mann. Pathetic. I won't let you escape. Escape, escape, man. Schön, Zell. Komm schon, Mr. Satan, du machst ihn, oder? Ach, wie kann das denn passieren? Wie kann denn das hinterher teleportieren daneben gehen? Das verstehe ich nicht. Wie geht das denn? This is stupid. Oh shit. Move aside. Move aside. You would dare face me, Vegeta! Oh, wie übertreibt das deine Rolle denn? Vegeta, would you do old Papa Sal a favor and help him with his daily warm? Sure. If I warm up to me, you're defeated. Schon so ein bisschen der Blanka-Move, ey, hier dieses Drachendonner, das ist es. Tatsächlich, Alter, das ist Blanka-Style. Damn, damn. Du entkommst mir nicht, hat er gesagt. Instant-Übersetzung, Mann. Dictionary, so was nennt Spaß. Komm schon. Sind los. Vegeta, du begehrst hier ein bisschen den finalen Angriff, oder? Den Minus-Energie-Power-Ball. Hey, die Namen teilweise, ne? Ich glaube, das schaltet dich aus. Ah, das wird knapp. Nee, doch nicht. Komm, Mr. Sade. Das war Satan ganz alleine. Esra. Mischkapsel. Geile Sache. Ja, Mann, die zweite Mischkapsel am heutigen Tag. Kann der noch besser werden? Was ist hier los? So, jetzt möchte ich mal bitte gucken. Wenn ich S-Rang bekommen habe, dann muss ich ja die eine oder andere Siegbedingung geschafft haben. Und dann habe ich wieder nichts bekommen? Wie unfair ist diese Scheiße, Mann? Nee, habe ich gar nicht. Was ist denn hier? Was ist denn hier Siegbedingungen? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, Tenshin Han vor Krillin umbringen. Oder kaputt schlagen. Könnte das vielleicht eine sein? Ja, ansonsten. Vielleicht unter der Zeit oder so, aber wir haben die doch relativ schnell besiegt.
wüsste ich jetzt nicht, was die Siegbedingungen da sein sollen. Ich weiß nicht, ob das alles perfekt gemacht. Fand ich noch immer perfekt, oder? Na. Gut. Gut, Leute. Das war's, würde ich sagen, für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super Shenlong. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Hat ein paar nette Angriffe. Hat echt Spaß gemacht. Ist natürlich kein Vergleich. Alles kein Vergleich zu meinem. Das muss man immer so in Relation sehen zu meinem super krassen Typen hier. Das ist natürlich, ja, da stinkt halt jeder ab, wa? Gut, das war's. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.